Wir haben eine Lichtquelle, sagen wir eine Taschenlampe, die leuchtet gegen eine Wand. Und dazwischen steht irgendein Gegenstand. Wenn wir nun die Lampe einschalten, dann sehen wir, dass es auf der Wand helle und dunkle Bereiche gibt. Hier oben ist es hell, wo die Lampe hinscheint. Hier ist der Bereich dunkel, wo die Lampe von dem Gegenstand verdeckt wird. Und hier unten ist wieder hell. Den dunklen Bereich nennt man Schatten. Wenn wir nun diese Bereiche geometrisch konstruieren wollen, wo diese genau sich befinden, dann stellen wir uns vor, dass von der Lichtquelle Lichtstrahlen ausgehen. Das sind gerade Linien. Entlang dieser geraden Linien breitet sich das Licht aus. Und da, wo die Lichtstrahlen auf die Wand auftreffen, das ist überall hell. Und da, wo sie gegen ein Hindernis treffen und nicht auf die Wand kommen, da bleibt es dunkel. Das sind die Lichtstrahlen. Besonders wichtig sind die Strahlen, die genau hier auf den Rand unseres Gegenstands treffen. Die legen nämlich fest, wo nachher unser Trennbereich zwischen hell und dunkel auf der Wand ist. Auch hier sehen wir diesen Randstrahl, der hier auf die Kante des Gegenstands trifft. Der legt uns fest, wo hier die Grenze zwischen hell und dunkel verläuft. Nachdem wir den Bereich konstruiert haben, können wir uns die Strahlen wieder wegdenken. Nun schauen wir uns mal eine Person an, die jetzt an dieser Stelle steht und in Richtung der Lampe schaut. Was sieht diese Person? Sie kann direkt auf die Lampe schauen, also sie stellt sich vor, dass sie die Lampe gelb sehen kann und der Gegenstand, der scheint sich hier links von der Lampe zu befinden. Die Lampe kann also hier an der rechten Seite an dem Gegenstand vorbeileuchten. Nun bewegt sich die Person mal hinter den Gegenstand. Da wird jetzt die gelbe Lampe verdeckt. Und hier unten kommt die Lampe links von dem Gegenstand wieder durch. Nun schauen wir uns an, was passiert, wenn wir zwei Lichtquellen haben. Wir konstruieren zuerst die Lichtstrahlen von der unteren Lichtquelle. Das ist der ganze Bereich, in dem die Lampe leuchtet und hier sind unsere beiden Randstrahlen, die links und rechts von unserem Gegenstand vorbeigehen. Dann sehen wir, dass wir nun auf der Wand hier einen dunklen Schattenbereich bekommen. Nun machen wir das gleiche mit der oberen Lichtquelle. Wir sehen hier zwei andere Randstrahlen, die hier und hier an dem Gegenstand vorbeigehen, sodass von dieser Lichtquelle aus hier ein dunkler Bereich entsteht. Nun sehen wir, dass insgesamt, wenn beide Lampen leuchten, unterschiedlich helle Bereiche auf der Wand entstehen. Hier oben haben wir einen Bereich, der von beiden Lampen beleuchtet wird. Unsere Person kann hier rechts an dem Gegenstand vorbeischauen und sieht, beide Lampen leuchten, deswegen ist hier auf der Wand besonders hell. Bewegt sie sich hierhin, dann wird die eine Lampe, diese hier, vom Gegenstand verdeckt, aber die andere Lampe kann sie sehen. Hier, diesen Bereich nennt man dann Halbschatten, der nur von einer Lampe beleuchtet wird. An dieser Stelle werden beide Lampen von dem Hindernis verdeckt, das nennt man den Kernschatten. Hier ist es auf der Wand dunkel. Hier haben wir wieder einen Halbschattenbereich. Der wird von der unteren Lampe beleuchtet, aber von der oberen Lampe nicht. Und hier unten sind wieder beide Lampen voll zu sehen. Wo kommen diese Phänomene von Halbschatten und Kernschatten in der Natur vor? Das kennen wir von Sonne und Mond. Der Mond, der kreist ja um die Erde und kann sich zu einem gewissen Zeitpunkt auch genau zwischen Sonne und Erde befinden. Und wenn wir jetzt die Lichtstrahlen, die von der Sonne kommen, mal einzeichnen, ich habe hier wieder nur die jeweils Randstrahlen eingezeichnet, der also von der unteren Kante der Sonne an den oberen und unteren Kanten des Monds vorbeigeht, und die Strahlen, die von der oberen Kante der Sonne an den beiden Kanten des Monds vorbeikommt. Und die fallen nun hier auf die Erde. Und nun sehen wir, dass wir hier einen Bereich sehen,
wo nur ein Teil der Sonne zu sehen ist. Das ist der Halbschatten, hier unten auch. Und hier in der Mitte gibt es einen Bereich, wo die gesamte Sonne vom Mond abgedeckt ist. Das nennt man den Kernschatten. Stellen wir uns wieder eine Person vor, die sich jetzt hier befindet. Die sieht hier den Mond und nebendran die Sonne. Ja, die Sonne kann hier voll am Mond vorbeileuchten, deswegen ist die Sonne sichtbar. Aber wenn sich die Person nun in den Halbschatten hinein bewegt, dann sieht man, dass der Mond die Sonne etwas verdeckt, und zwar ungefähr zur Hälfte. Das nennt man eine partielle Sonnenfinsternis. Partiell heißt teilweise. Die Sonne wird hier teilweise vom Mond verdeckt. Nun befindet sich die Person hier im Kernschatten. Jetzt ist der Mond vollständig über die Sonne gewandert. Das nennt man eine totale Sonnenfinsternis. Die Person befindet sich im Kernschatten. Wenn sie sich hier wieder rausbewegt in den Halbschatten, haben wir wieder eine partielle Sonnenfinsternis. Und hier unten ist die Sonnenfinsternis vorbei. Sonnenfinsternisse sind sehr seltene Ereignisse. Die letzte totale Sonnenfinsternis in Deutschland war am 11. August 1999 und die nächste ist erst am 3. September 2081.